Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Fakten über Harry Potter. Fakt Nummer 1. Daniel Radcliffe ist viel jünger als Harry Potter. 9 Jahre trennen den Charakter Harry Potter und seinen Darsteller Daniel Radcliffe. Der jüngere von beiden ist Daniel Radcliffe. Eine Randinfo: Radcliffe hat am 23. Juli 1989 Geburtstag und ist damit im gleichen Sternzeichen geboren wie die Autoren der Zauberer-Romane. Beide sind im Sternzeichen Löwe. Fakt Nummer 2. Genau hingucken. Harrys Augenfarbe wechselt. Der Buch-Harry hat grüne Augen. Das soll er auch in den Filmen haben, aber die Macher der Filme haben nicht mit Daniel Radcliffes Augen gerechnet. Die vertragen die grünen Kontaktlinsen leider eher schlecht. Deswegen trägt Daniel Radcliffe die Kontaktlinsen während des Drehs nur sehr selten. Die Folge? Harry hat in den meisten Filmen blaue Augen. Fakt Nummer 3. Die Eule Hedwig ist ein Kerl. Hedwig, die Eule, die Harry durch seine Schullaufbahn begleitet, sollte eigentlich eine weibliche Eule sein. Zumindest dem Namen nach. Im Film wird die weibliche Eule allerdings von einer männlichen Eule gespielt. Fakt Nummer 4. Muggel ist ein anerkanntes englisches Wort. Muggel, so werden die Nichtzauberer in den Harry Potter Romanen genannt. Und obwohl wir eigentlich alle Menschen ohne magische Fähigkeiten sind und diese Unterscheidung eigentlich Blödsinn ist, ist das mittlerweile so bekannt, dass es einen eigenen Eintrag im Oxford Dictionary of English bekommen hat. Seit 2003 steht das Wort Muggel in den Standardnachschlagewerk für englische Vokabeln. Fakt Nummer 5. Kleine Läuse crashten den Dreh der Zaubererwelt. Läuse. In der Harry Potter Welt wären sie keine ernstzunehmende Bedrohung. In der Realität können die kleinen Tiere durchaus Schaden anrichten. Beispiel: Die Dreharbeiten zum zweiten Film, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, wurden kurzzeitig unterbrochen, weil am Set die Läuse ausgebrochen waren. Fakt Nummer 6. Achtung, Buchstabenrätsel. Viele Namen haben eine zweite Bedeutung. Lavender Brown, der Name der Hexe, ist nur ein Beispiel für versteckte Nachrichten in den Harry Potter Büchern. Hinter den Buchstaben versteckt sich ein Anagramm. Lavender Brown steht für Brand New Lover. Fun Fact: In den ersten deutschen Übersetzungen wurde Lavender Brown zu einem Jungen gemacht. Dort hieß es, Lavender Brown wurde der erste Gryffindor. Fakt Nummer 7. Harry Potter mit Gesang. Ein Musical hätte es geben können. Michael Jackson und Harry Potter passen nicht zusammen. Der Meinung war auch offenbar die Autorin der Bücher, J.K. Rowling. Sie lehnte ein Angebot der Poplegende ab, ein Harry Potter Musical zu komponieren. Fakt Nummer 8. Unzerstörbare Zauberstäbe? Nicht im echten Leben. Harry Potters Zauberstab besteht aus Stechpalmenholz und einer Phönixfeder. Die Nachbauten im Film waren anscheinend aus einem anderen Material, sonst hätte Harry wohl keine 70 Stück verschlissen. Schade um die extra angefertigten Unikate. Fakt Nummer 9. Holzbesen sind schwer, Titan ist leichter. Ein Hexenbesen aus Titan? Da hätten Harry Potter und seine Freunde auch gleich auf einen Staubsauger fliegen können. Ganz so einfach ist es dann auch nicht. Die Holzbesen waren einfach zu schwer. Deswegen ließ die Filmcrew den Nimbus 2000 und Co. extra aus Titan fertigen, auf dass sie bis in alle Ewigkeiten fliegen mögen. Fakt Nummer 10. Kein Drachen zu Schaden gekommen. Drachen hatten nicht immer ein leichtes Leben in der Harry Potter Welt. Doch für alle Drachenliebhaber gibt es eine Entwarnung. Während der Dreharbeiten zum vierten Teil, Harry Potter und der Feuerkelch, ist kein Drache zu Schaden gekommen. Das behauptet wenigstens der Abspann. Fakt Nummer 11. Zaubereiministerium. Sogar die Nummer ist magisch. Die Nummer des Zaubereiministeriums lautet 62442. Soweit, so unspektakulär. Wenn ihr euch die dazugehörigen Buchstaben auf der Tastatur eines Telefons anseht, ergibt die Zahlenkombination das Wort Magic, also Magie. Fakt Nummer 12. Ja, Gleis 9¾ gibt es wirklich. Das Gleis 9¾ existiert. Inmitten des Londoner Fernbahnhofes King's Cross ist das Gleis mit einer schrägen Nummer zu finden. Dort erwartet euch ein halber Gepäckwagen, der an der Wand verschwindet. Fakt Nummer 13.
War euer Chemielehrer auch wie Snape? Professor Snape gibt es wirklich. Der Charakter stammt aus der Schulzeit von J.K. Rowling. Als Vorbild nahm sie ihren Chemielehrer. Auch die gefürchtete Dolores Umbridge, die im 5. Schuljahr Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet, soll auf einer realen Person aus Rowlings Leben basieren. Fakt Nummer 14. Dumbledores erste Liebe war ein Mann. Liebe macht blind, sogar einen der größten und wichtigsten Zauberer der Harry Potter Welt. Denn die erste große Liebe des Zauberschuldirektors Albus Dumbledore hieß Gellert Grindelwald. Später wurde er zum größten schwarzen Magier vor Voldemort. Fakt Nummer 15. Die unheilvolle Bedeutung des Namen Voldemorts. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, hat einen Namen, den viele Fans wohl bis heute falsch aussprechen. Lord Voldemort. Kaum bekannt ist, dass das T am Ende des Namens nicht gesprochen wird. Der Name stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Flug des Todes. So, das war schon wieder mit der nächsten Folge von Einfache Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen positiven Kommentar. Ansonsten schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsfakt war. Mein Lieblingsfakt war Fakt Nummer 7, dass es ein Harry Potter Musical mit Michael Jackson gegeben hätte. Das fand ich so richtig spektakulär. Ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao.